Einen wunderschönen Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video am Freitag. Ihr seht am Titel tatsächlich, haltet euch fest, da ist das gute Stück. Ich habe in einer meiner letzten Videos mich darüber aufgeregt, dass der Foliensatz immer noch nicht lieferbar ist, beziehungsweise immer noch nicht geliefert wurde für den 2er BMW. Der steht hier immer noch bei mir rum und heute ist der Plan der Pläne als kurzes kleines Video, weil ich gerne meine Projekte abschließe, dieses Fahrzeug endlich fertig zu bauen. Aber ihr seht auch, ich habe gerade ein wundervolles, cooles, neues Auto hier stehen, EQS 450. So, einer meiner ersten Ladeprojekte hier. Bin mal gespannt. Also ich habe den jetzt für ein paar Tage. Ich werde vielleicht dazu mal ein Video machen zum Thema Elektromobilität. Also fairerweise teste ich den jetzt ein paar Tage und fahre mal ein paar Kilometer damit und überlege, ist das Ding besser als ein Diesel oder Benziner? Wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr gerne in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht dann auch als Video. Die Lok fährt durch. Ich habe meinen Foliensatz. Ja, und das kann losgehen, das Game. So, es gibt heute jetzt nur ein verhältnismäßig kleines Video, weil ich gleich noch nach Köln fahren muss und ich mir dachte, okay, komm, ihr wollt ja trotzdem irgendwie was sehen und das passt heute ganz gut in den Kram, weil dann habe ich die ganze Thematik abgeschlossen. Weil ich bin echt kein Fan davon, immer so halbe Projekte zu machen möchte gerne immer so ein Gesamtpaket zeigen und wir haben ja noch das Thema Frontblitzer und das Thema Frontstoßstange und da machen wir jetzt nochmal schnell fertig und dann habt ihr heute ein bisschen was an Video. Nächste Woche, versprochen, nächste Woche Freitag gibt es ein krasses Lost Place Video. Die Woche wollte ich das noch nicht raushauen, aber nächste Woche könnt ihr euch auf was ziemlich Cooles einstellen. Da ist das gute Stück. Ich habe letztes Mal Active Tourer gesagt. Ich glaube, das ist gar kein Active Tourer. Habe ich ja im Detail auch im letzten Video vorgestellt. Gibt es auch ein paar TikTok-Videos zu. Zu dem Kompressorsignal kommen wir gleich nochmal. Ich würde sagen, ich fahre den erstmal ein Stückchen nach vorne. Yes. So, let's have a look inside. Startet das Ding? Ja. Batterieschwach. Zweitbatterieschwach. Okay, ja, die habe ich jetzt auch nicht geladen, ne? So, Thema Blaulicht und Horn. Genau, ihr seht, hier unten ist ein Blitzerchen ausgefallen und auf dieser Seite ist auch so ein Blitzerchen ausgefallen. Da müssen wir definitiv einmal austauschen. Ich habe in den Kommentaren auch gelesen, bei dem Kompressor fehlt Öl. Leute, ich habe diesen Test gemacht, das können wir jetzt hier nicht mehr auf dem Gelände machen, weil es gerade sehr dreckig ist wegen der Baustelle. Aber im Stand klingen die Martin-Anlagen alle so langsam und so verloren, weil komischerweise braucht er über die Lichtmaschine die Spannung, wenn das Ding halt schneller unterwegs ist. Also im Stand funktioniert dieses Horn definitiv nie. Keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht ist die Spannungsaufnahme einfach zu hoch und man hat die Spannung im Stand nicht. Aber während der Fahrt klingt das Ding so, wie es klingen soll. Das wollte ich noch sagen. Machen wir das Blaulicht aus. Machen wir das Ding aus. Und jetzt gucken wir mal, was diese verlorenen Blitzer hier sagen. Ja, das ist natürlich sehr verloren jetzt, ne? Oh, da ist der Ring schon rausgefallen. Da ist er. Jawohl, Blitzer Nummer 1. Das ist kein Hensch-Produkt, sehe ich gerade. Es ist ein Standby-Blitzer-Modul. Da sitzen, kann ich euch gleich zeigen, da sitzt ein Netzteil vor und die steuern jeweils zwei Blitzer. Hier sind 6 Stück verbaut, heißt, da müssten 3 Netzteile irgendwo verbaut sein. Wir machen jetzt gleich erstmal den Test. Liegt es am Blitzer oder liegt es an diesem LED-Treiber? Heißt also einmal ziehen. Da ist er. Zufälligerweise habe ich hier noch 2 neue Module liegen, neue gebrauchte. Verhältnismäßig günstiger, also um die 200 Euro für ein bisschen Spende von einem anderen Fahrzeug. Heißt also eigentlich Plug and Play draufstecken, eben kurz ein bisschen reinfummeln, dass das Ding einmal gerade hängt. Ja, hält so. Gleiche Game auch bei dem Ding, wobei das hier wieder ein bisschen schwieriger ist. Ich glaube, dass das Teil sogar eingeklebt ist. Das wäre natürlich ungünstig, ne? Was ist das straff? Warum sind das so straff hier? Weil da noch Schrauben drin sind? Die urseligsten Stellen ausgepackt hier, die man sich vorstellen kann am Fahrzeug. Schlitz, Schlitz. Ja, normalerweise drückst du die Dinger einfach nach vorne raus, aber ich glaube, wahrscheinlich können wir auch den ganzen Rahmen einfach rausnehmen. Wo hängt denn das Ding noch? Da oben irgendwo? Da ist er. Okay. Boah, sieht das urig aus. Ja, da haben die Ambulanzmobil-Leute echt einen rausgehauen. Das sieht echt sehr, sehr, sehr ordentlich aus, ne? Wenn ich mir das hier so angucke. Nämlich genau null. Extra so nicht einfach rausgedrückt. Das muss jetzt gleich aufhebeln und hoffen, dass du das irgendwie da wegkriegst. Ohne das Ding im besten Fall zu zerstören jetzt hier. Den Rahmen werde ich jetzt mal wieder mit Lieferzeiten dann nur bekommen, ne? Wer hat denn die da reingefummelt, ey? Die kriegst du da gar nicht mehr raus aus dem Kasten hier. Was ist das scheiße? Was ist das denn, ey? Genau, bei meinem letzten Fahrzeug, wenn ihr euch daran erinnert, war ein Audi A4, waren diese Blitzer vorne im Kühlergrill verbaut. Die haben extra so Halterahmen dafür bekommen, waren über 3 Punkte fixiert und diese Halterahmen, den kannst du einfach von dem System hier trennen. Ja, die Blitzer dann nur so reingefummelt sind, reingesteckt, beziehungsweise in diesem Gummirahmen sitzen. Aber das war es eigentlich schon. Und jetzt seht ihr, ja, das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Hoppla, zeig mir mal den neuen Blitzer.
So. Geht wahrscheinlich nicht im Stand. Nö. Starten wir nochmal. Ich glaube, da liegt einfach eine Zusatzbatterie, dass die sehr, 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 sehr schwach ist. Aber normalerweise müsste der jetzt gleich das System mal fangen hier. Ah, ein Relais hat geklackt. Jetzt ist es da. Eingeschaltet. Schauen wir mal. Das sieht Holzki. Schön aus. Und auch der Seitenblitzer. Ja, blitzkiger wie der soll, ne? Das ist richtig. Das heißt, die Dinger sind tatsächlich einfach kaputt. Standby macht wirklich gute Produkte und ich sag mal, LEDs sollten definitiv länger halten wie herkömmliche Leuchtmittel. Und warum die jetzt so schnell kaputt gehen, verstehe ich nicht. Anyway, das sieht gut aus. Der Blitzer ist wieder ordentlich eingebaut. Blaulicht wieder aus. So, dann würde ich sagen, starten wir mal nochmal mit dem Ding hier. Können wir mal abziehen, so einfach den Stecker. Nee, ne? Doch, jawohl. Den Ring drum. Den Ring da wieder einfummeln. Jetzt drückst du das Ding da nur noch rein. Mit einem Pfeil nach oben, da ist immer so ein Pfeil drauf. Im besten Fall, ohne dass jetzt vielleicht die Dichtung mit reinrutscht. Aha. Zack. Das war's. Sieht gut aus. Keine Ahnung, ob es da eine Garantie drauf gibt oder sonst was, aber ich denke einfach, ja, selbst wenn es doof ist, ist es einfach kaputt. Ja, nochmal abziehen den Stecker. Jetzt nimmst du dir das Blitzerchen, jetzt guckst du, überlegst du nochmal, wie das Ding saß. So saß der ungefähr. Heißt wieder Pfeil nach oben. Sitzt wieder, wie er sitzen soll. Kannst du hinterher immer noch drehen, oder? Ja. Ein bisschen schön dunkel hier. So. Und dann da rein. Richtig eingedreht. So sitzt das Ding. Ja, das saß halt so, ne? Hat der echt so einen komischen Abstand da drum? Ja, ne? Wie ist der Abstand hier? Das ist irgendwie genauso komisch, ne? Ja, das ist normal so. Da haben wir hinter Kleber drauf. Und dann ist gut. Ich würde aber sagen, wir machen mal eben die Stoßstange sauber, kleben erst den Foliensatz auf und können dann gucken, ob wir letztendlich noch was ausschneiden müssen. Weil vielleicht müssen wir die einfach rausnehmen, damit wir besser mit der Folie handhaben können. Weil ich könnte mir vorstellen, dass da die Folie im Weg ist. Folierung. So, Reinigungstücher. Leute, es geht wieder los in Sachen Folierung. A und O bei der Folierung ist Reinigung. Jetzt im besten Fall nicht unbedingt mit Acetonspray, sondern der Glasreiniger reicht normalerweise aus, um fettige Stellen zu entfernen. So, wir brauchen ein bisschen Papier. Und überall da, wo Folie drauf soll, muss natürlich erstmal sauber gemacht werden. Ne? Ich meine, das Auto ist ja noch verhältnismäßig sauber. Aber durch diesen ganzen Sandstaub, der hier durch die Baustelle entstanden ist, der fliegt ja auch komischerweise in die Halle rein. Legt sich da so ein kleiner Film drauf ab und das würde für schäbige Stellen unter diesem Foliensatz sorgen. Deswegen machen wir die einmal schön blitzeblank, schön sauber. Ich weiß gar nicht, wie groß die Folien hinter sind. Nicht, dass ich jetzt hier zu wenig sauber mache, aber ich meine, dass die komplette Fläche gleich beklebt ist. So, hier unten einmal lang, bis hier unten, bis da. Wichtig bei der Folierung, wie gesagt, die Oberfläche muss fettfrei und die muss trocken sein. Heißt, auch wenn Staub drunter ist, also kleine Staubpartikel, je nachdem, welche Folie man verwendet, wird man nicht sehen. Aber wenn da so größere, keine Ahnung, Steinchen dran sind oder ihr wischt jetzt einmal hier drüber, dann sammelt ihr jetzt an einer Stelle eine Menge an Staubpartikeln und die wird man definitiv sehen. Jedes einzelne kleine Steinchen oder Sandkorn werdet ihr je nach Dicke der Folie darunter sehen. Wir haben jetzt den Vorteil, dass wir eine relativ dicke Folie haben, weil dieses Tagesleuchtrot eine sehr hohe Schichtdicke hat, um diese Leuchtkraft zu erreichen. Deswegen müssen wir da nicht so penibel drauf eingehen. Theoretisch von der Reinigung bei so einer Carwrapping-Folie, also wenn ihr jetzt komplette Autos foliert, ist die super, super, super dünn und super empfindlich. Da werdet ihr selbst die Kratzer letztendlich durch diese Folie sehen, weil die halt wirklich hauchdünn nur aufliegt. In dem Fall ist es so ein bisschen idiotensicher relativ einfach, das Ding wieder schön zu kriegen. Hoffe ich zumindest. Hier sind noch so ein paar Klebereste, sehe ich gerade. Aber lass uns mal gucken, was die uns geschickt haben an Folie. So, nach meinem Glück würde ich sagen, scheiße, wir haben auf jeden Fall zwei Dreiecke in Tagesleuchtgelb. Die sind aber bereits aufgeklebt, also hat man die jetzt einfach doppelt geschickt. Okay, dann haben wir einen Leuchtring beziehungsweise eine Konturmarkierung in Leuchtgelb, nicht in Tagesleucht, also nicht Zitronengelb, sondern Reingelb. Da frage ich mich halt auch wieder, was soll das sein? Die ist auch komplett unbeschnitten und einfach nur
einen Meter lang. Also was ich damit jetzt anfangen soll, weiß ich auch noch nicht. Also theoretisch habe ich gesagt, wir brauchen den kompletten Satz rundherum von dieser retroreflektierenden Folie. Haben wir jetzt nicht. Heißt, wir können vielleicht den Kotflügel damit folieren. Danke. Ja, das sieht gut aus. Können wir uns schön angucken, was wir als erstes kleben. Ich würde sagen, direkt die goldene Mitte. Zieh ab. So, und jetzt positionieren wir den mal hier schön um das Logo rum. Ja, das passt ja wunderbar. Nämlich genau null. Vielleicht ist das auch normal. Also ich sag mal, ich kann es ja nicht tiefer setzen. Weil hier das Maß muss stimmen, das Maß muss stimmen, das Maß muss stimmen und das Logo-Maß muss stimmen. Und das sitzt jetzt genau mittig da drin. Heißt, setze ich das Ding nach unten, hier den Abstand zu verkleinern, ist das Logo ja nicht mehr drin. Das ist doch auch scheiße alles, ey. Was soll das sein hier? Überall den gleichen Abstand. Ja, Das passt wieder vorne und hinten nicht. Sag mal, der Abstand ist okay. Der Abstand ist okay. Die Aussparung hier ist nicht okay. Ich hätte schon gerne irgendwie so ein bisschen den Übergang hier unten richtig, aber dann rutsche ich wieder da automatisch nach oben. Das ist ja auch irgendwie totaler Quatsch. Dann rutsche ich hier noch weiter nach unten. Das weiß ich auch nicht. Nur die andere Seite. What a heck, Mac. Okay. Keine Ahnung, was die sich dabei wieder gedacht haben. Bei der Mission. Das kann doch, ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? So, also auch von Klosterschwester zu Klosterschwester, ich bin ab selbst foliert, jahrelang. Und du hast ja in deinem System hinterlegt, Fahrzeug mit Kennzeichen XY von der und der Kommune. Dann machst du die Datei auf und du ziehst sie rein. Und das ist die gleiche Datei wie damals, weil die verändert sich über den Zeitraum ja nicht. Und deswegen ist das irgendwie für mich ein bisschen wie war gerade, warum das jetzt so chaotisch hier wieder ist. Das heißt, du musst das jetzt wirklich zwangsläufig ein paar Tage trocknen lassen und dann kannst du die Folie letztendlich einschneiden an der Stelle. Ich würde sagen, weiter geht's. Wir nehmen jetzt mal diese ultimative große Fläche. Ich ahne jetzt schon, dass das besonders scheiße wird. So, jetzt gucken wir mal, wo wir auskommen hier. Vielleicht passt das ja wenigstens mit dem Bogen. Ja. Egal, wie wir drehen und wenden, wenn wir uns irgendwo hier drauf einigen, irgendwo hier, wir müssen ja irgendwie den Spalt beibehalten, so wie der mal war, würde ich behaupten, ja, müsste das irgendwie so sitzen. Passgenauer Foliensatz. Keine Ahnung, ich würde mich ja noch wirklich darauf einlassen, dass das hier seine Richtigkeit hat, aber das hier, dieses Geschwungene und der hier, der einfach runtergeht, das macht wieder Sinn. Aber das ist ja völlig, völlig banal hier. Also das funktioniert nicht. Das gibt's nicht. Ich habe ja glücklicherweise Originalbilder. Da gucke ich jetzt gerade mal rein. Das ist auch eine ganz andere, Frontstoßstange, die ich hier gerade sehe, Leute. Das ist was völlig anderes. Man hat da wieder wild was zusammengemischt. Das kriegen wir so nicht zusammengebaut. Das kannst du wieder zurückschicken. Das funktioniert so nicht. Wir können den Streifen da drunter mal probieren, ob wir den hinkriegen, aber die großen Flächen, da sehe ich gerade keine Chance. Aber das erklärt trotzdem nicht, warum die Teile oben an dem BMW-Logo, warum eins breit ist und eins schmal ist. Und da sieht man auch schön, dass die eigentlich normalerweise keine weißen Flächen hat, sondern komplett zu ist. Also wirklich genau da, wo ich das hier auch abgebildet habe, bis zu dieser Kante. Und selbst das ist schon wenig berechnet. Also normalerweise müsste das Ding vollflächig zu sein. Das ist ein komplett falscher Satz. Ey, das gibt's nicht, wirklich. Ich bin sauer. Das Mittelteil ist komplett falsch. Das geht viel zu hoch. Die Teile sind aber dann von einem anderen Modell. Macht ja auch keinen Sinn. Also normalerweise von der Abstand ist ja mit dem Ding identisch. Der müsste theoretisch genauso hoch. Ich kotze wirklich. Ich bin richtig sauer. Vor allem, wenn ich das hier sehe, das hier ist viereckig ausgeschnitten und das Ding ist rund hier an dem Fahrzeug. Das heißt, ich komme wieder nicht weiter. Das Auto steht jetzt hier wieder dumm rum und ich kann nichts machen. Das ist das allerletzte, wirklich. Da muss ich wirklich sagen, ich bin so richtig sauer, wirklich. Also ich könnte den Arsch aufreißen. Vor allem, da hat sich bis heute, ne, da kam tatsächlich eine Mail zurück, nachdem ich mich da sehr beschwert habe und auch eine schlechte Google-Bewertung abgegeben habe bei Ambulanzmobile. Und da hat er gesagt, er ruft mich zurück, ist aber bis dato nicht passiert. Verstehe ich nicht. Der Kunde ist echt abgefuckt. Ne? Ich bin abgefuckt, alle sind abgefuckt. Ich finde das scheiße, weil meine Projekte sind immer 110% gewissenhaft. Und wenn ich hier so einen Scheiß erlebe, auf erstmal 3 Wochen Lieferzeit für die Folie, weil da keiner sich für verantwortlich fühlt und keiner da ist. Und dann liefert mir man nach 3 Wochen noch den falschen Foliensatz.
und falsche Teile der Folie. Ich kann aufhören. Ich kann das sein, ich kann nach Hause fahren. Ich kann das jetzt so, das brauche ich auch gar nicht aufkleben, das ist ja auch falsch hier. Das geht ja auch irgendwie hier ins Nirvana, das ist ein komplett falscher Satz. Kannst du dir schenken, kannst du da abbauen, kannst du da hier hinlegen. So, kannst du den auch abknibbeln, weil im Grunde ist der auch falsch. Also, kannst du da oben drauflegen, werde ich hier. Sollen sie sich was an der Wand hängen als Deko oder keine Ahnung. Ey, das gibt's nicht wirklich. Diese Sauer, ne? Wirklich. Ich rauche mir gleich eine. Wir haben die Blitzer drin. Also da sieht man wieder, das, was ich mache, gewissenhaft funktioniert. So, da sind zwei Blitzer kaputt, da brauchst du das und das neu. So, dann besorge ich die Blitzer. Dann baust du die da ein und das Thema ist erledigt und der Kunde kann weiterfahren. Verlässt du dich auf andere, bist du verlassen. Leute, ich bin echt sauer, wirklich. Weil ich mir jetzt voll die Mühe gemacht habe und endlich jetzt mal... Jetzt habe ich wieder ein halbes Video für euch auch. Ihr denkt euch auch wahrscheinlich, mein Gott, hat der einer eine Mütze. Aber das ist die Realität gerade aktuell. Da kann ich jetzt wirklich nichts dran ändern. Das heißt also, das war's mit dem kleinen Update. Ich werde aber dazu jetzt kein Video mehr machen. Also das ist jetzt wirklich das letzte Statement. Ich werde jetzt nicht nochmal ein Video raushauen, wie ich eine Frontstoßstange foliere. Ich habe das jetzt zum zweiten Mal versucht mit euch. Ich habe euch erklärt, wie es geht. Also wenn ihr ein Auto folieren wollt, habt ihr jetzt eine gute Anleitung dazu. Aber das ist wirklich, das kann nicht wahr sein, wirklich. Gibt's nicht, wirklich. Da ist die eckige Stoßstange drauf. Das ergibt für mich auch Sinn. Das ist ein Foliensatz für die andere Stoßstange. Auf dieser Seite könnt ihr meinen Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Meine Damen und Herren, ich mache jetzt die Kamera aus und werde in den Boxring steigen, weil ich echt sauer bin. So, du schickst den Foto mit, wie die Stoßstange aussieht und die kriegen das nicht hin, diese Stoßstange passend zu liefern. Die haben gesagt, es gibt nur einen Satz dazu, aber ihr habt da alleine schon beim Ausschnitt von der Abschleppöse gesehen, das hat gar nicht funktioniert. Wie soll ich denn jetzt aus einem viereckigen Ausschnitt einen runden machen? Das funktioniert nicht. Das ist auch auf einer komplett anderen Stelle. Ich bin sauer. Wir sehen uns nächste Woche. Da gibt es ein Lost Place und nächste Woche Mittwoch gibt es auch versprochen wieder ein ziemlich spannendes Video. Bis bald. Ich bin echt sad gerade.